Hey Leute, was geht ab? Granato meldet sich mal wieder zurück. Ja, und heute mit einer schönen Runde hier auf Die Rise alleine, denn, ja, weil ich Bock drauf habe. So, meines Erachtens ist es übrigens am allerschwersten, alleine zu spielen und dann, je nachdem, wie viele Spieler dabei ist, steigt das an. Das heißt, mit zwei Spielern ist es immer noch ziemlich schwer. Und zwar schwerer als mit drei Spielern. Und mit drei Spielern ist es immer noch schwerer als mit vier Spielern. Mit vier Spielern ist das sogar relativ leicht. Und man kann sogar am Anfang wunderbar die kleinen Kackviecher alle messern. Wodurch man dann natürlich einen Perk bekommt. Was alleine oder auch mit zweien oder dreien fast nicht möglich ist. So, und ja, deshalb finde ich, das ist einer der Punkte. Ja, man kann halt schon mal alle vier Teile mitnehmen. Da ist eins, eins habe ich schon aufgesammelt. Auf der Treppe ist noch die Pumpe. Ansonsten, die Teile sind immer in diesem Raum oder in einem Raum weiter, wenn ich hier lang gehe. Und ja, wenn man kann sie alleine zugegebenermaßen auch direkt in der ersten Runde aufbauen. Aber das ist einfach viel zu zeitintensiv. Die ganze Zeit warten, bis der Aufzug wieder hochgefahren kommt. Das lohnt sich einfach nicht. Und wie man vielleicht schon gesehen hat, ich weiß nicht, ob man es wirklich schon gesehen hat. Ich habe halt bisher eigentlich immer nur einen Schlag abbekommen. Aber wie dem auch sei, ich habe permanent Jugger. Das habe ich mir gerade eben gemacht. Und deshalb folgt eben ein kurzer Exkurs. Also, im Grunde ist das meines Erachtens nach eine ziemlich dämliche Möglichkeit, hier permanent Jugger zu bekommen. Das hätten die irgendwie besser gestalten können. Möglicherweise ist es einfach da, um, ich weiß nicht, schlechte Spieler zu supporten oder so, dass die dann mehr Schläge aushalten. Aber trotzdem irgendwie ein bisschen unnötig. Aber man hat es halt innerhalb von ein paar Minuten oder einer Minute oder so. Und dafür dann in dem, auch in generell immer, es sei denn, man geht zu oft down, hier das permanent Jugger zu haben, ist doch schon nicht schlecht. Da investiere ich die Minute und die paar Tode doch ganz gerne. Und wir fangen direkt mal an. Quick Revive kaufen, nachdem man hier so den ein oder anderen Zombie umgebracht hat. Den letzten leben lassen, funktioniert immer ganz gut. Und niederknüppeln. Niederknüppeln lassen. So. Dann chillt man hier ein bisschen am Boden. Kann schon mal wieder ein bisschen zu Quick Revive hinkriechen. Man braucht, ich meine, es waren 1500. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass die jetzt schon weggeht. Geht die jetzt schon weg? Nö, dann braucht ihr wirklich 1500 Punkte. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr auch am Anfang schon mal am besten so viele Zombies niedergeschlagen habt, dass ihr das Geld schon habt. Dann geht das irgendwie am besten. Dann steht ihr da auf, kauft es euch das letzte Mal. Dann kann man hier noch eben den hier eliminieren. Dann geht es weg und dann lasst ihr euch wieder niederschlagen. Und jetzt werdet ihr, klar, wiederbelebt und zack. Seht ihr hier die grünen Sternchen? Das heißt, dass ihr jetzt Perma-Jugger habt. Das kann man auch kurz gucken. Ein Schlag, zwei Schläge, drei Schläge, vier Schläge. Habe ich jetzt ausgehalten. Und ja, so. Jetzt wisst ihr ungefähr, wie ihr das kriegt. Und es ist doch sehr nützlich. Im Grunde braucht man gar nicht viel mehr als Permanent-Jugger, finde ich. Ich werde mir trotzdem das normale Jugger holen. Dann hält man einfach unwahrscheinlich viel aus. Und ich hole mir hier, oh sehr schön, natürlich Quick Revive und die PDV. Ich gehe nicht in den Aufzugsschacht direkt und lasse mich abstürzen, denn irgendwie ist das ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich mag es da unten nicht so. Man ist dann, da unten, da sind kaum Waffen und so, wenn man hier erstmal die PDV hat, ist das schon gut. Und ich bringe jetzt gerade bei Instakill keinen um, damit ich wieder dieses rote Insta-Kill bekomme. Ich habe das gestern verloren. Ich weiß nicht genau, wieso ich das wieder verloren habe. Ist mir auch im Grunde egal. Hauptsache, ich habe es verloren. Das ist die Hauptsache. Also die blöde Hauptsache, aber es ist halt die Tatsache. Und whatever. Deshalb zweimal müsst ihr dafür Insta-Kill aufsammeln. Selbst aufsammeln und dann keinen zum Jungen bringen. Dann bekommt ihr das. Dann erscheint über eurem Insta-Kill ein kleines rotes Insta-Kill. Und das ist die Hälfte des weißen Insta-Kills lang dauert das. Die Hälfte des normalen, also 15 Sekunden. Das andere hält immer 30 Sekunden. Und in der Zeit könnt ihr Zombies reinrennen. Und die sterben Insta. Das ist ziemlich nice.
Und deshalb will ich das auch wieder haben. Und wenn man das so leicht kriegt, wieso nicht, ne? So. Ich warte hier oben, bis ich ungefähr 6000 Punkte habe, weil man hier ganz gut campen kann, finde ich. Oder chillen oder was auch immer. Gehe dann runter, hol mir den Schlagring. Und wenn die Kackviecher kommen, gehe ich hinten oben auf die Treppe. Das funktioniert zu zweit richtig gut. Zu dritt und viert ist es noch leichter. Da kann man sehr, sehr schön campen. Die Viecher können da nämlich nur quasi gerade die Treppe hochlaufen und können nicht so mies hier so rumhopsen wie irgendwelche Fukushima-Frösche. Das ist schon ganz nett an und für sich. Maximale Munition! Und jo, deshalb mache ich das. Immer. Und das ist auch gut so. Immer. Boah. Krass, ich habe immer noch so das Gefühl, wenn ich einen Schlag abkriege, bin ich gleich tot. Auch wenn es nicht mehr so ist, ich kann für drei Schläge kann ich locker vertragen, beim vierten sterbe ich dann. Und trotzdem habe ich noch so das Gefühl, wenn mich einer anschlägt, lol, dass ich direkt weg müsste. Du bist schuld, wenn ich infiziert werde. So, den noch eben wegholen. Man kann theoretisch, man muss die Rolltreppe drauf aufkaufen, man kann auch hier runterfallen. Das ist aber, ja, ich würde es eher nicht machen. Das ist, das kann leicht in die Hose gehen. Oh, jawohl. Ich kann die Bitches wohl doch wegschlagen, weil nach der Runde habe ich locker 6000. Und ja, dann werde ich wohl doch mich gleich mal zum Schlagring begeben. Vielleicht werde ich einen halten. Ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege. Meistens vergesse ich das wieder. Wir werden sehen. Und dann mit dem Schlagring kann man die Viecher sowieso locker one-hit wegboxen. Und dann hätte ich auch direkt schon Perk. Sehr nett. Man darf aber nicht einmal schießen in der Runde. Ich weiß nicht, ob man wirklich gar nicht schießen darf oder gar nicht auf die Viecher schießen. Also keins wirklich treffen. Ja, eigentlich ist die Rolltreppe ja ein blöder Platz. Wenn ich jetzt keine Muni mehr habe und dann von hinten komme. Also, wenn die von hinten kommen, die Rolltreppe hoch. Zeit nachladen muss, das wäre blöd. Muss man ein bisschen aufpassen. Bombe und Instakill, perfekt. Ich weiß nicht, ob das jetzt zählt. Im Grunde habe ich mit Instakill ja keinen umgebracht. Das war ja im Grunde die Bombe. Ich hoffe, das zählt. Das werden wir dann beim nächsten Instakill sehen. Dann habe ich schon wieder 2 von 3. Quick Revive habe ich auch verloren, weil ich Reviven abgebrochen habe. Also wenn du einen revivest, dann musst du den zu Ende reviven. Sehr schön, das ist anscheinend der letzte. Ne, ich höre hier noch jemand, da ist noch einer. Aber es sind die letzten. Ich kann nur vermuten, bring ich den um? Ist, oh, hätte ich vielleicht nicht umbringen sollen. Oh, kann ich den crawlend machen? 1, 2, 3, 4. Detonate. Ja, kann ich. Sehr nett, sehr, sehr nett. Gehen wir weiter runter, bauen kurz das Teil an. Schadet ja nicht. Da ein bisschen aufpassen, ich bin da teilweise schon mal. Ich wollte dann vorher wieder abbremsen und in die Hocke gehen, bin aber durchgesprintet. Naja, da ist mir schon der ein oder andere Fail passiert. Hier schön rüberhopsen. Dann kann man hier lang gehen, hier runter und zum Aufzug. Ich habe schon zugegebenermaßen die ein oder andere Runde gebraucht, bis ich mich einigermaßen hier zurechtgefunden habe. Also das war schon gar nicht so ohne. Die Map ist nämlich ziemlich groß und gerade beim Stromschalter ist die echt brutal. Also das sieht alles gleich aus. Boah, immer noch nicht die Runde. Das ist natürlich ziemlich geil. Jetzt kann ich die Zombies aber sowieso One-Hit wegpunchen. Jetzt können die mich gar nicht mehr jucken. Im Grunde. Was weiß ich. Aber wäre scheiße. Ist man ja an und für sich gewöhnt, denke ich mal. Na! Come at me, Bro! Nicht zu lange so am Fenster stehen, nachher kommen die alle von hinten und dann kommen 4 von hinten und dann bist du weg und na, immer so blöde Sachen, immer wenn die hier so warten, dann stehst du und willst ihn unbedingt kriegen und der kommt und kommt nicht und dann bist du wieder von hinten weg, immer so völlig unnötige Situationen, die doch irgendwie immer wieder aufs Neue passieren. Naja. Generell, wenn man noch den Hammer findet, also Schreiner und dann ein direkt dabei einem Zombie hinter der Barriere, hinter der Barrikade einen Headshot gibt, dann hat man so Barrikaden-Schnellaufbau-Dingsbums. Generell, wenn man so einen Perk gekriegt hat, sieht man immer so einen Permanent Perk
sieht man immer so einen grünen Schein. Deshalb glaube ich auch nicht, dass ich gerade Insta-Killings bekommen habe. Weil da war doch nicht so ein grünes Leuchten, oder? Ich meine, als ich Insta-Jugger bekommen habe, Insta-Jugger, Perma-Jugger, hat man ja ganz klar gesehen, dass da, dass ich da was bekommen habe. Da war der Zombie, aber ich gehe hier lang. Geh schon mal zum Strom langsam. Nehmen aber hier den Teddy natürlich mit. Der hier oben chillt. Und jetzt bleibe ich noch hier. Das ist ein Weckruf. Die Runde bleibe ich noch hier. Sie überqueren große Distanzen. Wo war der gerade? Wie ein Mensch mit Super. Das Schlimmste ist, wenn man zu viert spielt oder so. Jetzt kommen ja nur zwei gleichzeitig, meine ich, oder vielleicht drei oder vier. Allerdings, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Wenn ihr schon so oft angehittet wurde, ne, geht nicht das Risiko ein und versucht das Ding wegzuboxen. Das bringt nichts. Nachher werdet ihr dann noch rot und sterbt dabei. Das ist uncool. Wenn man dann mit drei oder vier Leuten spielt oder auch zu zweit schon und auf einmal sind alle hinter einem selbst her, nur hinter dir her. Oh yeah, ich habe direkt mal Eselstritt bekommen, kann mir direkt die nächste Waffe kaufen. Bitte, bitte, bitte. Oh, Gott sei Dank. Dann. Was habe ich gerade gesagt? Oh, Scheiße, ich habe schon wieder den Faden verloren. Verdammte Kacke. Ju. So, eben Strom anschalten. Und gucken, ob hier schon das eine Teil rumliegt. Ja, wunderbar. Welches Perk haben wir hier? Double Tap nehme ich auch mal mit. Jetzt bräuchte ich nur noch Jugger eigentlich. Oh yeah, jetzt habe ich nämlich Perma Insta-Kill. Zack. Ich liebe das. Ich hab's doch gekriegt. Wunderbar. Es hat funktioniert. Ich bin hier unten zugegebenermaßen nicht gerne. Ich hasse es hier sogar. Ich bin nur auf der Suche. Ich will wissen, was in diesem Aufzugsfach ist. Im Grunde ist Insta-Kill scheißegal, das Normale. Ich kann die Viecher sowieso One-Hit wegpunchen. Ich kann mein Glück kaum. Ja, ich auch nicht. Mann, wann kommt denn der Aufzug endlich? Oh, habe ich ihn verpasst. Verdammte Scheiße. Ist der noch unten? Ja, der steht da noch. Dann fahre ich mit dem mal hoch. Ich bin hier unten sehr, sehr ungern. Yeah, er kommt. Wo ist er hin? Der ist durch den Boden gefallen, der Zombie. Der ist nicht mal kaputt gegangen. Crazy shit. Ah! Hello, my little friend. Wunderbar, jetzt habe ich alles. Meine Schmerzempfindlichkeit ist erheblich verringert worden. Jetzt kann ich eigentlich auch wieder nach unten fahren, ne? Dann kann ich die Wonder Waffle aufbauen. Aber das würde ich lieber machen in der Zwischenrunde. Ah, der fährt nachher bestimmt nochmal hoch. Mit Sicherheit, ey. Dann klatscht er mich da wieder gegen die Decke. Das habe ich schon zu oft erlebt, ey. Ich weiß gar nicht, ob man das Easter Egg alleine machen kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, man muss ja hier auf die Aufzüge gehen. Okay. Er klatscht mich nicht gegen die Decke, dann fahre ich nochmal runter. Jetzt kann ich das gerade schön machen, eigentlich. Und wenn das schon geht, dann tue ich das auch. Komm. Fahr, du verdammte Kackteil. Ja, komm, gehe ich hier raus. Dann muss ich halt nochmal Treppe kaufen. Was macht der da? Wo läuft der hin? Tu mir auf die gute Pforte. Danke. Ist das der letzte? Eat that Nate, bitch. So, da ist schon mal das nächste Teil. Wunderbar. Dann habe ich schon mal zwei. Von vier. 2. Hier ist meistens noch eins. Jetzt gerade nicht. Das ist ein bisschen blöd. Scheiße. Warte, dann ist hier noch eins. Sehr schön. Wunderbar. Und da sehe ich schon das letzte Teil. Wunderbar. So. Dann kann ich ja jetzt wieder. Oh yeah.
Ich warte jetzt auf einen Aufzug und fahre nach oben. Ah, ha, perfekt. Oh, Baby. Das läuft gerade, Mann. Das läuft. Dich brauche ich nicht mehr. Ole, wir fahren den Puff nach Barcelona. Ole, ole. Was müsste ich denn jetzt noch machen? Eigentlich nichts, ne? Was klebt denn da unter der Decke? Ich könnte mal zur Kiste gehen, die PDV austauschen. Die ist ja jetzt eher unnötig. Warte, ich nehme noch Claymores mit. Na, ich hasse das, dass es so eng an der Wand ist. Ich bin schon so oft gestorben, weil das einfach so eng an der Wand war. Und man einfach keine Chance da hatte. Oh, warte, ich kann ja noch... Ich kann ja noch schlagen. Sag mir das doch einer. Wieso vergesse ich das immer wieder? Stinkt! Genau, genau, Rossmann übrigens. Die Sprüche sind ja teilweise schon an und für sich ein bisschen lustig, aber irgendwie auch ein paar wenig, ne? Die kommen. Die wiederholen sich oft. Hast dich mit dem Falschen angelegt, was? Ich sehe schon wieder, dass ich gleich drauf gehe. Ich tausche meine PDV gegen die DSR 50 ein. Das mache ich. Sehr schön, der Tisch steht schon, da muss ich den nicht mehr zusammensuchen, aber ich mache das Easter Egg sowieso nicht. Ich glaube, das kann ich sowieso nicht alleine machen. Auch wenn es ganz cool aussieht, wenn der Turm so hier Feuerwerk ist und der Turm so schön am Rauchen ist, mit ordentlich Strom da so blitzen und... Ich brauche etwas. Egal. Oh yeah, ich einfach nur zack, voll in die Fresse. Ich glaube, ich gehe mal jetzt schon an die Kiste. Jetzt kann ich ja noch die Zombies One-Hit wegpunchen. Nicht, dass es nachher so schwer ist. Wunderbar, der Aufzug fährt mich jetzt gerade hoch. Sowas mag ich natürlich. Kann man hier an der Seite überhaupt runterfallen? Ich weiß gar nicht. Hier muss man ein bisschen aufpassen, sonst quetscht der Fahrstuhl einen nachher irgendwie ein. Das ist mir schon oft genug passiert gewesen. Hast dich mit dem ja, hat er. Angelegt, was? Und er auch. Und der. Und der. Ja, die kommen hier einfach gerade auf einen zu. Man kann hier einfach so wegklatschen. Oh, herrlich. Vor allem diese kleinen Kackviecher, die möchte gern Gollums, die rumhopsen wie Frösche, ne? Die Kackviecher, die kann ich dreimal, also drei Wellen, in denen die kommen, die ersten drei Wellen, in denen die kommen, kann ich die alle One-Hit wegklatschen. Schneller nachladen ist natürlich an und für sich auch nicht schlecht. Da könnte man drüber nachdenken. Aber wenn, dann muss ich das durch die Viecher ergattern. Genau wie dieses neue. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Mit dem Geistern, wo du nachher als Geist rumläufst. Auch wenn das eigentlich... Oh, jetzt hätte ich zum Beispiel einen... Oh, warte. Kurz den dritten Teddy einsammeln. Jetzt halte ich mal die Klappe wegen Song und so. Okay, doch nicht. Ich weiß nicht. Ist einfach zu langweilig. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich... Also eigentlich, ich kann mich nie selbst reviven. Ich habe es einmal geschafft, mich selbst zu reviven. Aber weil man als Kackviech keinen Jugger hat, ist es ziemlich schwer, da was zu machen. Es scheint, als würden noch mehr mutierte Leichen auf uns. Ja, kommt der direkt auf mir. Hast dich mit dem Falschen angelegt, was? Mistviech, ey. Aber auch wenn man revived wird, behält man ja seine ganzen Perks und so. Das ist ja eigentlich richtig geil. Ey, mein Gott, ey, der chillt direkt vor mir und ey, ich pack's trotzdem nicht, den Weg zu bashen. Du nicht! Ganz sicher nicht. Na! Da können die anscheinend nicht hochhopsen. Yeah, was hab ich? Yeah, ich hab's bekommen. Bitch, please. Jetzt brauche ich nur noch schneller nachladen, dann habe ich, glaube ich, alle Perks. Sehr schön, Granatwerfer. Ich nehme mal lieber die Waffe, falls hier nachher ein bisschen eng wird, dann kann ich hier ein bisschen meinen Weg freiballern. Die kann man übrigens nicht pimpen, ich habe es versucht. Ging nicht. Und ich würde euch empfehlen, immer ein bisschen Geld zu behalten. Mindestens für Jugger und eine Waffe. Denn wenn ihr down gehen solltet, was bei mir jetzt egal ist, ich werde selbst reviven und erhalte dann automatisch meine Perks wieder. Bis auf dieses eine Geisterperk. Ah, Phasentransformation. Eine willkommene Änderung deiner physikalischen Eigenschaften. Die müssen alle zersplashen. Genau wie Rassmann übrigens. Ich liebe es, wie die so ausrutschen. Oh, ich freue mich, dass meine Leistungen... Ich mache mich dann mal vom Acker. Rutschgefahr.
Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn euch hier ein Zombie entgegenkommt und ihr kriegt so einen Schlag ab. Das ist ziemlich blöd. Und wenn man diese ganzen Dinger verpasst, dann landet man nämlich auf der Fresse außerdem. Und ist direkt instant tot. Und das ist richtig scheiße, wenn man irgendwo in so einen Aufzugschacht fällt. Und das ist gerade vor allem das super schwere am Alleine spielen. Wenn man einmal verkackt an so einem Aufzugschacht oder so, dann ist direkt aus. Denn man kann nicht warten auf die nächste Runde oder so, dass die Leute einen reviven, dann die Teammates. Man ist instant tot. Und das ist nun mal wirklich so, ja, ich würde mal sagen, das Schwerste am Alleine spielen, dass man einfach so schnell komplett aus sein kann. Da hilft ja auch kein Selbstrevive mehr. Obwohl ich gehört habe, dass man, wenn man Glück hat, oben respawnt oder mit diesem Perk, was ich jetzt habe, was ich gerade bekommen habe, hier dieses Geisterperk, so will ich das mal nennen. Oh Kacke, was machen die denn da? Die laufen gar nicht synchron hinter mir her. Ja, leck mich am Arsch, Mutschatzos, seid ihr ein geiles Publikum!